Ja, dann würden wir anfangen mit Hermann Mayer. Und da geht es dann gleich um die Akuttherapie des VKB-Ersatzes. Ist die primäre Naht obsolet? Hermann. Wolf, vielen Dank. Vielen Dank für die zahlreiche Zuhörerschaft und guten Appetit. Im Großen und Ganzen haben wir jetzt gerade auf diesem Kongress sehr viel gehört über Biologics und frühchirurgische Versorgung von Verletzungen. Ich glaube, wir haben derzeit einen gewissen Wandel, auch in unseren Erkenntnissen. Was spricht eigentlich gegen die primäre vordere Kreuzbandnaht? Das wissen wir aus vielen Studien. Wir haben ein gewisses erhöhtes Arthrofibrose-Risiko bei Reizzustand und wir haben keine reliablen, das heißt zuverlässigen Ergebnisse bei unterschiedlichen Rupturlokalisationen. Das heißt, wir müssen ja auch die Lokalisation unserer Schädigung vorausgehend genau feststellen. Aber wir haben natürlich viele Argumente, die dafür sprechen. Wir erhalten die physiologische Struktur mit Innervation und Gefäßversorgung. Und wir haben zu dem Zeitpunkt der frischen Verletzung eine hohe Ausschüttung an Wachstumsfaktoren, die uns hilft, auch in der Regeneration. Welche Techniken und Modifikationen der primären Kreuzbandnaht haben wir heute? Sie haben wahrscheinlich schon viele Vorträge zwischenzeitlich darüber gehört. Einmal dieses Ligament Bracing, wie es zum Beispiel Karl-Heinz Frosch macht. Er wendet es insbesondere bei Kniegelenksluxationen an, wenn... Ist leider nicht variabel, das Ding. Er wendet es insbesondere bei Kniegelenksluxationen an. Das heißt, das sind ja Verletzungen, bei denen das Gelenk, wir machen einen kleinen Hautschnitt und das Gelenk ist offen, bei denen das Gelenk sowieso im weitesten Sinne offen liegt. Und er macht es mit gegenläufigen Auszugsnähten. Als Indikation sieht er die Kniegelenksluxation Typ 3 und 4 nach Schenk im Akutstadium. Er armiert diese Bandstümpfe mit transversären Auszugsnähten und er leitet die extrakortikal aus. Er macht eine Orthesenbehandlung für 12 Wochen, aber er lässt sie richtig früh funktionell üben. Die Ergebnisse, die er publiziert, die sind sehr vielversprechend. Er sagt, er hat nach einem Jahr subjektiv und objektiv stabile Bandverhältnisse bei 6 von 8 Patienten. Das heißt, Sie sehen, es ist ja keine riesige Population da, aber doch aussagekräftige Studie einer unfallchirurgischen Klinik. Rezidivinsuffizienzen bei 2 Patienten und 2 Patienten haben Beugedefizit. Das halte ich für sehr, sehr günstig, mag wohl an der Art der Nachbehandlung liegen. Dann haben wir natürlich, wie hier vertreten, die dynamisierte Naht mit dem Ligamiss. Die Indikation besteht bei der proximalen vorderen Kreuzbandruptur bis 2 Wochen Trauma. Ist auch eine modifizierte vordere Kreuzbandauszugsnaht und es ist ein dynamisches Implantat in der Tibia während ca. 4 Monaten zur Entlastung dieser Naht, des Kreuzbandes. Man kann diesen Zylinder auch drin lassen. Wir machen ihn meistens nach 4 Monaten raus, ist doch ganz ordentliches Implantat. Ich möchte jetzt auf die Sache technisch nicht im Detail eingehen. Ich nehme an, Herr Henle wird dann auch noch drüber sprechen. So sieht es aus, vielfach gezeigt. Die Ergebnisse, Herr Henle hat jetzt erst gerade in Kesta einen aktuell angenommenen Artikel, in dem er 381 Patienten nachuntersucht hat, mit einem mittleren Follow-up von 2,5 Jahren und hat eine Revisionsrate von 7,9%. Und da muss ich sagen, 7,9% recht viel günstiger sind wir bei der Kreuzbandplastik auch nicht. Ich möchte dann Herrn Henle dann fragen, wie groß war denn der Follow-up? Wie viel Prozent? Er ist noch gar nicht da. Gut, weil das ist immer ganz wichtig, in diese Studien eben auch einen entsprechenden Follow-up reinzukriegen. Und Risikofaktoren sind natürlich verständlich. Höherer Tegner, weil, warum höherer Tegner? Das sind auch die Leute, die früh wieder viel machen. Dann eben jüngeres Alter, das sind signifikante Risikofaktoren. Das wissen wir auch bei unseren Kreuzbandplastikpatienten. Die Jungen sind einfach schwer zu führen. Das ist so eine Dokumentation eines Falles von Mirko Herbert. Da sehen Sie dieses proximal gerissene vordere Kreuzband. Dann macht man mit diesem Grasper die Auszugsfäden rein. Und so schaut es letztendlich aus. Die schauen nicht alle so schön aus. Sie wissen ja, auch wenn die primär
proximal ausgerissen sind. Oft haben die eine Einblutung im Synovialschlauch. Wir haben schon auch intraligamentäre Schäden auch noch. Aber solange der Synovialschlauch steht, ist die Struktur an sich gefäßversorgt und geführt. Das ist diese Kordel, die man dann herausziehen muss. Hier oben sehen Sie im linken Bild den Retro-Button, den man dann in üblicher Weise querstellt über den Femurkondylus. So schaut das Röntgenbild zum Ende der Operation aus. Und so schaut es nach einem Jahr aus. Ist eigentlich ein durchgängiges vorderes Kreuzband. Nach unserer Erfahrung eine etwas vermehrte Laxität haben die sehr häufig, aber sehr selten eben bei kritischer Indikationsstellung ein Pivot-Shift gleitet. Da macht es mit dem Häkchen noch und Sie sehen, es hat so ein bisschen vermehrte Laxität. Meistens im Vergleich zur Gegenseite liegen wir so um 2 mm vermehrte Laxität. Und dann andere Techniken. Das ist eine Technik, die wir sehr favorisieren. Das ist die vordere Kreuzbandaugmentation. Sie sehen ja auch so ein proximal rupturiertes vorderes Kreuzband. Und wir augmentieren das. Das sehen Sie hier, ist der Maus da, ja, genau. Wir augmentieren das mit Semitendinosus-Sehne. Nachdem wir in Tierstudien gesehen haben, dass die Hamstrings ungeheuer bioaktiv sind durch diese Synovialisierung, haben wir eine ausgesprochen hohe Biokonduktion und ich möchte fast sagen Bioinduktion. Wir haben ja auch Plasmazellen drin und fahren damit eigentlich bei diesen Techniken nicht schlecht. Die Indikation sind eine subtotale Ruptur des vorderen Kreuzbandes oder die vollständige Ruptur eines Bündels. Sehr häufig reißt ja das postrolaterale Bündel isoliert und das andromediale Bündel bleibt so elongiert stehen. Und dann machen wir den Lachmann-Test und dann hat einen Anschlag. Aber dann machen wir unseren Pivot-Shift und plötzlich sehen wir, klock, der Ding der hat eine richtige Rotationsinstabilität. Und gegebenenfalls kann man zusätzliche Auszugsnarter vor den Kreuzbandreste machen. Wir lassen es in der Regel bei der Augmentation. Dann hat Nakame hat einmal 216 Patienten nach 12 Monaten untersucht und hat die mit Einzel- und Doppelbündel verglichen und hat gesehen von der Stabilität sehr ähnlich, aber signifikante Verbesserung der Propriozeption und verbesserte Synovialisierung. Das ist so eine vordere Kreuzbandaugmentation bei subtotaler Ruptur nochmal. Da sehen Sie das. Man muss dann ganz vorsichtig hier den Kanal anlegen, damit man nicht die Insertion der Reste des vorderen Kreuzbandes femoral zerstört. Im rechten Bild sehen Sie den femoralen Bohrkanal mehr in Richtung des postrolateralen Bündels. Da zieht man dann die Sehne durch und das andromediale Bündel bleibt in situ. Schaut dann zum Schluss so aus, als hätten wir gar nichts gemacht. Was sehr häufig auffällt, ist doch die verbliebene gewisse Laxität des andromedialen Bündels. Das scheint dann, wenn man das anspannt, plötzlich deutlich laxer. Wir machen das auch bei Knieluxationen inzwischen bei vorderen und hinteren Kreuzband. Wir augmentieren beide, was andere jetzt sehr häufig mit Fäden machen. Wir nutzen schon die Biokonduktion dieser Hamstrings und schienen dann sowohl das vordere als auch das hintere Kreuzband mit den Hamstrings. Und das Arthrofibrose-Risiko bei moderner OP-Technik und angepasster Reha, also kein frühfunktionelles aggressives Training mit Muskeltraining, kann man ohne weiteres diese vordere Kreuzbandrekonstruktion in der Weise machen. Das Arthrofibrose-Risiko ist bei adäquatem postoperativen Management zwar erhöht, aber nicht fatal. Man kann orale Kortikosteroide geben, sie reduzieren das Arthrofibrose-Risiko, da gibt es Studien dazu, dann gibt es auch Studien zu gewissen Bolustechniken, aber sind Sie ein bisschen vorsichtig, das ist in Deutschland forensisch nicht ganz unkritisch. Das Fazit, wir haben derzeit ein Comeback der modifizierten primären vorderen Kreuzbandnaht und diese modifizierte vordere Kreuzbandnaht hat den Vorteil, dass sie die Propriozeption und die Synovialisierung erhält. Das Arthrofibrose-Risiko können wir nicht so niedrig halten wie bei einer elektiv durchgeführten vorderen Kreuzbandplastik, aber wir können es limitieren. Gegebenenfalls wird das zukünftig nochmal weiter optimiert durch Zugabe von Wachstumsfaktoren, aber da ist es auch ganz wichtig, dass man die wirklich lokal applizieren kann. Aber bisher fehlen eben mittel- und langfristige prospektive Studien. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Hermann.
sehr schöne und interessante Übersicht. Ich würde fast vorschlagen, wir hören uns erst alle Vorträge an und diskutieren dann zusammen, weil es ist ja doch thematisch alles eng beieinander und dann führen wir nachher eine große Diskussion. Ja. Als nächstes wird dann Herr Schliemann aus Münster ans Rednerpult treten und im nächsten Vortrag geht es dann um den Titel: Kann die kreuzbanderhaltende Methode mit der Kreuzbandplastik mithalten? Resultate aus der randomisierten Vergleichsstudie. Genau. 2-Jahres-Follow-up. Ja, sehr geehrte Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, dass ich hier Ergebnisse aus unserer Klinik zu Ligamis im Vergleich zur konventionellen VKB-Ersatzplastik zeigen darf. Warum wir immer wieder darüber nachdenken, ob man das Kreuzband vielleicht doch erhalten kann, liegt daran, dass wir auch mit der Ersatzplastik immer wieder ein paar Probleme sehen. Das Transplantat heilt nicht richtig ein. Die Fehlplatzierung der Bohrkanäle kann ein Problem sein, Zyklops-Syndrome oder so etwas in der Art. Sodass man sich auch, wenn die Ergebnisse von früheren Nähten eigentlich nicht so gut waren, überlegt hat, ob man es nicht doch tatsächlich mit irgendwelchen moderneren Verfahren etwas besser rekonstruiert kriegt. Das Ligamis-System, die Bilder haben wir gerade schon gesehen, ist eben im Unterschied zu anderen Verfahren, die man anwenden kann, ein dynamisches System. Lubowitz konnte ja zeigen, dass es beim Durchbewegen des Kniegelenkes von 0 bis 120 Grad zu einer Längenänderung des Bandes intraartikulär kommt. Und dieses System trägt dem Ganzen Rechnung mit relativ reißfester Kordel, die dann mutmaßlich irgendwann nach 4-5 Monaten ohnehin ihre Funktion verliert. Bis dahin sollte das Band dann tatsächlich auch wieder verheilt sein. Eine ganz interessante biomechanische Studie ist auf dem ISACOS-Meeting dieses Jahr vorgestellt worden, wo die Marshall-Nähte mit dem Internal Bracing und dem Ligamis verglichen wurden, anteriore tibiale Translation gemessen in verschiedenen Beugegraden. Und hier konnten die Autoren zeigen, dass es durch die dynamische intraligamentäre Stabilisierung dann zu einer Kinematik kommt, die dem normalen, gesunden Kreuzband eigentlich am nächsten kommt. Die klinischen Ergebnisse, ein bisschen was dazu haben wir gerade schon gesehen, sind bisher eigentlich auch ganz gut. Überwiegend gute funktionelle Ergebnisse aus der Schweiz und auch aus den anderen Arbeitsgruppen, mit insbesondere auch beim Lachmann-Test im Vergleich zur Gegenseite Seitendifferenzen von unter 2 mm, was also durchaus zufriedenstellend ist. Allerdings muss man sagen, dass diese Studien bisher nur Kohortenstudien sind und wir deswegen vor 3 Jahren eine prospektiv randomisierte Studie aufgesetzt haben, wo wir die VKB-Rekonstruktion mittels Semitendinosus sehen hier auf der rechten Seite als unseren Goldstandard mit dieser neuen dynamischen intraligamentären Stabilisierung vergleichen. Die Hypothese war, dass wir bei gleichen funktionellen Ergebnissen und gleicher Stabilität gemessen im Lachmann-Test bzw. KT1000 oder Rollimeter eine höhere postoperative Aktivität haben, weil das Operationstrauma geringer ist, eine schnellere Normalisierung des Gangbildes, dazu haben wir eine Ganganalyse durchgeführt und auch schnelleres Return to Work and Play sehen bei gleich hoher Komplikationsrate und mutmaßlich auch gleich hoher Rezidivinstabilität. Gemäß Poweranalyse mussten wir dafür mindestens 28 Patienten pro Gruppe einschließen, in so einer Blockrandomisierung. Alle Operationen wurden gemäß des Programms sozusagen für die Ligamisoperation innerhalb der ersten 3 Wochen nach Trauma durchgeführt, also zu dem Zeitpunkt, wo die Ruptur noch frisch ist. Wir haben die Nachbehandlung begleitverletzungen, wie zum Beispiel Meniskusrisse, die dann eine Teilbelastung erfordern oder eine Einschränkung des Bewegungsausmaßes ausgeschlossen und das Ganze dann gemäß des Nachbehandlungsschemas, wie Sie das vielleicht für die dynamische intraligamentäre Stabilisierung erkennen, nachbehandelt. Follow-up nach sechs Wochen, 6 Monaten, 1 und 2 Jahren mit den bekannten klinischen Scores der Stabilitätsprüfung und eben in dieser Studie auch mit einem Schrittzähler, mit dem die Patienten die ersten 6 Wochen postoperativ ausgestattet waren und mit einer Ganganalyse nach 6 Wochen und 6 Monaten. Das ist das Kollektiv. Insgesamt eigentlich keine wirklich großen Unterschiede. Etwas mehr Frauen in der Ligamis-Gruppe, das Alter gleich, das Intervall zwischen dem Trauma und der OP gleich. Raucher, Nichtraucher sowie das Tätigkeitsprofil auch eigentlich identisch. Und was besonders wichtig war, auch was den Tegner-Score angeht, wir haben ja gerade schon was darüber gehört, gab es zwischen den beiden Gruppen keine signifikanten Unterschiede. Wir haben dann in einer ersten Analyse die ersten 30 Patienten pro Gruppe angeguckt, die dann eben diesen Schrittzähler bekommen haben und auch in die Ganganalyse gegangen sind. Und auch hier das Kollektiv sehr ähnlich, insbesondere auch hier wieder mit einem gleichen Tegner-Score. Der größte Bias, wenn man sich die postoperative Aktivität anguckt, wenn die sich vom Tegner-Score signifikant unterschieden hätten, wären die Daten sicher nicht zu verwerten gewesen. Wir sehen bei den funktionellen Ergebnissen keine signifikanten Unterschiede zwischen den beiden Gruppen innerhalb des ersten Jahres. Die sind also funktionell alle recht ähnlich. Was man aber festhalten muss, ist, dass innerhalb des ersten Jahres das Niveau, das die Patienten vor dem Unfall hatten,
auf jeden Fall noch nicht wieder erreicht ist. Die Schrittzähleranalyse zeigte dann eigentlich über die gesamten 6 Wochen eine leicht höhere Aktivität bei den Patienten, die mit der dynamischen intraligamentären Stabilisierung behandelt wurden, wobei das nur in der Woche 2 und 3 wirklich signifikant unterschiedlich war. Aber es war zumindest eine Tendenz zu einer höheren postoperativen Aktivität zu sehen. Bei der Ganganalyse, das sind so die typischen Parameter, die man da messen kann, hier letztendlich ein Bewegungsausmaß. Man sieht den ersten Peak, die Beugung in der Standphase, wenn die Patienten gerade auftreten. Und der zweite Peak ist die Beugung in der Schwungphase. Da sieht man, dass eigentlich in beiden Gruppen das nach 6 Wochen noch nicht wieder physiologisch ist und sich dann nach 6 Monaten dem physiologischen annähert, ohne dass wir hier auch Unterschiede in den beiden Gruppen gesehen hätten. Und bei der Ground Reaction Force im Prinzip als Maß für die Vollbelastung, wenn man so will, auch hier keine signifikanten Unterschiede. Man sieht halt, dass die Patienten am Anfang noch nicht so richtig voll belasten, auch wenn sie dürfen. Also die Ground Reaction Force ist dann noch niedriger, normalisiert sich dann aber auch zu den 6 Monaten wieder. Was wir nicht gemacht haben, ist jetzt im Verlauf nochmal so eine dynamische Analyse, indem man entsprechende Tests durchführt, wie bei so Return-to-Sports-Analysen. Das haben wir leider in dieser Studie nicht gemacht. Also wir sehen eine Verbesserung zwischen Woche 6 und Monat 6, aber keine signifikanten Unterschiede zwischen den beiden Gruppen. Also die Veränderungen im Gangbild sind sowohl für die Rekonstruktion als auch für die Naht vergleichbar. Das Gesamtkollektiv nach 2 Jahren, da muss ich dazu sagen, dass die 24 Monate noch nicht von allen Patienten vollständig sind, sondern wir ungefähr die Hälfte des Kollektivs überblicken. Auch hier sieht man nach 24 Monaten keine Unterschiede zwischen den beiden Gruppen. Was man aber jetzt hier sieht, ist, dass wir nach 2 Jahren, also da verbessern sich die Patienten zwischen dem ersten und dem zweiten Jahr tatsächlich noch wieder ein Level erreicht haben, was sich von dem Prätrauma nicht unterscheidet. Beim Lachmann-Test sieht es im Prinzip ähnlich aus. Pre-operative muss das heißen, also zur Operation bei Ruptur 10 mm, 11 mm bei den beiden Gruppen, nach 12 Monaten ungefähr halbiert. Und man sieht, dass sowohl bei der Naht als auch bei der Rekonstruktion, dass zwischen dem ersten und dem zweiten Jahr noch ein kleines bisschen nachgibt. Diese Zahl 6 mm Schublade sieht ja erstmal relativ verdächtig aus. Wenn man das im Vergleich zur Gegenseite sich anschaut, dann sieht man einen Delta Lachmann bei der Naht von 1,8 mm und bei der Rekonstruktion von 1,2, also in beiden Gruppen ein Delta im Vergleich zur Gegenseite von unter 2 mm. Das ist, glaube ich, ein ganz zufriedenstellendes Ergebnis. Aber man sieht, das hatte Herr Mayer auch gerade schon gesagt, ein Unterschied, man hat das Gefühl, dass die Patienten nach Rekonstruktion ein kleines bisschen mehr, nach Naht ein kleines bisschen mehr nachgeben, als die rekonstruiert wurden. Bei den Rezidivinstabilitäten, das sind jetzt Zahlen, die, naja, nicht erschrecken, aber zumindest liegt man bei den Nahtergebnissen etwas oberhalb dessen, was man so für die Ersatzplastik kennt. Also 14,3% Rezidive innerhalb von 2 Jahren, das sind 6 von 42 Patienten. Aber was man hier auch sieht, ist, dass das eben junge Patienten sind mit einem hohen Tegner-Score, die also entsprechend genau in dieses Kollektiv fallen, was wir in den anderen Studien auch gesehen haben. Wir haben interessanterweise keine kontralaterale Ruptur gesehen in der Zeit. Das Risiko ist ja prinzipiell auch erhöht. Was hier bei den Ligamispatienten möglicherweise ein großer Vorteil ist, dass man sie in der Regel einseitig revidieren kann. Also wenn dieser Zylinder nicht bis ins Gelenk vorgeschraubt ist, sondern noch genügend Strecke bis zur Gelenkfläche da ist, reicht das also aus. Man kann in diesem Bohrkanal etwas angulieren für den anatomisch platzierten tibialen Kanal und dann ist in der Regel auch eine einseitige Rekonstruktion nach Ligamiss möglich. Hatte ich gerade schon gesagt, wir wissen ja mittlerweile, was die Risikofaktoren sind für eine Reruptur, nämlich die hohe sportliche Aktivität mit Substance Tears. Und das war eben bei diesen Patienten auch so, hochaktive Patienten, junges Patientenalter, das waren die typischen Patienten für die Reruptur, auch in unserer Studie. Wenn man das noch vergleicht mit anderen Daten, die es mittlerweile zur Kreuzbandnaht gibt, 15% Rezidive bei euch, Wolf, da sieht man, dass es da auch keine signifikanten Unterschiede gibt. Das ist also recht vergleichbar, ein kleines bisschen niedriger in dem Fall bei uns in der Studie. Allerdings, das ist das Erschreckende eigentlich gewesen, haben wir bei den Semi-Ts auch fast 10% Rezidivinstabilität. Das entspricht eigentlich nicht dem, was wir normalerweise so haben. Da liegen wir eher so bei 1,5 pro Jahr. Wir führen das darauf zurück, dass wir eben nach diesem Ligamiss-Nachbehandlungsschema nachbehandelt haben, auch die Patienten in der Semi-T-Gruppe, weil das sonst ein intensiver Bias gewesen wäre für die Datenauswertung. Wir haben das dann auch wieder gelassen und behandeln unsere Patienten nach dem normalen VKB-Schema nach mit etwas längerer Teilbelastung. Nicht ganz so aggressiv. Aber auch hier war es so, die Patienten, die einen hohen Tegner-Score haben, junges Patientenalter, waren eben auch die, die das höchste Risiko hatten, auch nach Rekonstruktion wieder eine Reruptur zu erleiden.
Was hier der Unterschied ist, 3 von 4 Patienten mussten zweizeitig revidiert werden, also erst Tunnelauffüllung und dann wieder Rekonstruktion. Das geht dann eben bei den Ligamisspatienten schneller, wobei wir da noch nicht sicher sagen können, dass die Rekonstruktion nach fehlgeschlagener Naht tatsächlich auch mit den gleichen Ergebnissen verknüpft ist wie eine erfolgreiche primäre Rekonstruktion. Also können wir zusammenfassend anhand dieser Daten sagen, dass die Rekonstruktion des vorderen Kreuzbandes mal wieder prinzipiell möglich ist. Wir aktuell funktionelle Ergebnisse haben nach 2 Jahren, die vergleichbar sind mit denen nach normaler VKB-Rekonstruktion. Den langfristigen Verlauf müssen wir abwarten. Wir sind dabei, den idealen Patienten für diese Technik zu definieren, ob es an der Rupturform liegt, am Alter, am Tegner-Score. Das werden wir alles noch rausfinden. Und ich möchte nochmal betonen, dass das für uns eine Erweiterung des Portfolios ist. Wir wollen also nicht die Rekonstruktion durch die Naht ersetzen, sondern dem entsprechenden Patienten dann das entsprechende Verfahren anbieten. Und dann werden wir sehen, ob wir das in 10 Jahren immer noch so machen oder ob auch diese Form der Naht irgendwann wieder verlassen wird. Vielen Dank. Herr Schliemann, vielen Dank. Wir diskutieren zum Schluss. Als nächstes kommt der Privatdozent Atteschrang aus Tübingen. Der berichtet uns über die Bandqualität mit Ligamis, die wir nach 2 Jahren erreichen. Bitte schön. Herr Mayer, herzlichen Dank. Wir haben jetzt schon einiges gehört, auch einiges über die Probedeutik, Hintergründe. Daher habe ich jetzt bei meinen Ausführungen ganz bewusst darauf verzichtet, sodass wir jetzt uns unseren Daten und Ergebnissen widmen können. Was war das Ziel? Wir wollten nicht nur die subjektiven und objektiven Ergebnisse ermitteln, sondern wir wollten auch bei unserer Studie erfassen, was wir tatsächlich auch als Bandqualität im Rahmen einer Metallentfernung, die wir grundsätzlich empfehlen, des Implantates mit einer arthroskopischen Evaluierung, wie da die Ergebnisse aussehen. Schauen wir uns die Methodik an. Wir haben keine randomisierte Studie. Das ist jetzt ein bisschen unübersichtlich. Ich werde mit Ihnen das gleich gemeinsam etwas aufdröseln. Wir haben es als Alternativmethode, wie Herr Schliemann das vorhin schon gesagt hat, betrachtet. Das heißt also, wir sehen es genauso, dass die VKB-Naht lediglich in ihrem Köcher, wenn sie sozusagen auf der Jagd sind, eine Alternative haben, um ihr Portfolio dem Patienten möglichst individualisiert eine Therapie anbieten zu können. Daher keine randomisierte Studie. Wir haben die Patienten, die für eine VKB-Naht in Betracht gezogen wurden, so definiert, dass wir eine gewisse Mindestinstabilität haben, 5 mm. Und für uns ist die Indikation eine proximale femorale Ruptur und vor allem, wenn Sie arthroskopisch evaluieren, dann auch eine Bandqualität, die man adäquat nähen kann. Sie haben vorhin einige schöne Bilder gesehen. Das heißt, also das Kreuzband muss nähbar sein. Und daher informieren wir alle unsere Patienten vorher auch, dass wir intraoperativ die letzte Entscheidung treffen. Das heißt, wir gehen immer in den Saal mit dem Ziel zwar der Naht und des Erhaltes, aber wenn wir sehen, dass wir das Kreuzband nicht nähen können, dann gehen wir über zu einem bewährten Verfahren, sprich dem VKB-Ersatz. Wir konnten jetzt bei unseren Patienten, wir haben jetzt insgesamt 109 einschließen können. Das Patientenalter sehen Sie hier, knapp 30 Jahre. Und bei unseren VKB-Ersatzpatienten, das waren Läsionen, die aus unserer Meinung vom MRT her entweder nicht geeignet waren oder auch vom Zeitpunkt zwischen Trauma und möglicher Operation nicht geeignet sind. Momentan besteht ja die Empfehlung, dass man innerhalb von 3 Wochen die operative Rekonstruktion, also ich muss mich jetzt auch etwas vorsichtig ausdrücken, also die operative Naht des vorderen Kreuzbandes durchführen kann. Wir haben 29 Patienten, ähnlich wie in Münster auch, von der Patientengruppe bzw. Anzahl her gewählt. Die Nachuntersuchungszeitpunkte 3 Monate, 6 Monate, 1 und 2,5 Jahre. Wir haben jetzt bei dieser Auswertung, was ich Ihnen jetzt präsentiere, nicht nur 2 Jahresergebnisse, sondern ein Mindest-Follow-up auch von 1 Jahr eingeschlossen. Und wir können Ihnen nachher noch, was wir mittlerweile auch publizieren konnten, knapp 50 Patienten, mittlerweile sind es mehr, jetzt haben wir circa 75 Patienten, wo wir auch eine arthroskopische Evaluierung des Heilungsergebnisses haben, präsentieren. Und das zeige ich Ihnen später noch. So, jetzt kommen wir ganz kurz auf das Wesentliche. Ich möchte Sie jetzt auch nicht mit zu vielen Folien belästigen. Wir wollen jetzt uns einfach nur auf die wesentlichen Aspekte konzentrieren. Kurz und gut, Lüsholm-Score im Vergleich über die Zeit im Rahmen der
sozusagen Rehabilitation identische Ergebnisse, kleine Vorteile, so muss man sagen, kleine Tendenzen hin zu besseren Ergebnissen konnten wir für die VKB-Naht, sprich das Ligamisverfahren, tatsächlich identifizieren, allerdings nicht signifikant. Und das Gleiche sehen wir hier auch bei dem subjektiven IKDC-Score. Da haben wir ähnliche Verhältnisse gesehen. Wir haben tatsächlich gesehen, dass die Patienten subjektiv einfach einen Tucken besser sind. So muss man das beschreiben. Im Schwäbischen würde man sagen, die kleinste Einheit, ein Muckesäckele. Also daher wirklich ein Hauch, aber wie gesagt nicht signifikant. Die Aktivitätslevel ähnlich, Patientenzufriedenheit auch genauso. Da muss man sagen, äquivalente Ergebnisse für beide Verfahren. Da sind wir ja insgesamt ja auch ganz froh darum, wenn wir so etwas sehen. Das heißt also, wenn man gerade mit einem neuen Verfahren anfängt, als wir vor 3-4 Jahren damit anfingen, waren wir am Anfang auch vorsichtig, einfach damit wir auch nicht zu heftige Fehlschläge erleiden und wurden dann mit der Zeit, nachdem wir unsere ersten Ergebnisse haben evaluieren können, auch zunehmend mutiger. Schauen wir uns jetzt mal die Stabilitätsergebnisse an. Wir haben es ja vorhin schon gehört und ich werde jetzt genau in die gleiche Kerbe einschlagen, beziehungsweise auch eine Äquivalenz da dazu und Parallelen auch in Tübingen ziehen können. Wir haben, was die Stabilität angeht, insgesamt gute Ergebnisse. Eine etwas vermehrte AP-Translation sehen wir jedoch bei der vorderen Kreuzbandnaht. Und wir haben hier, das soll in diesem Bereich herauskommen, wir haben bei diesen drei Patienten, das sind Insuffizienzen, natürlich auch Komplikationen, die nicht nur eine Reruptur sind, sondern auch einfach eine nicht optimale biologische Heilung bei kontinuierlich darstellbarem vorderen Kreuzband, das einfach biomechanisch elongiert verheilt ist. Also wir haben insgesamt drei Patienten, die eine VKB-Insuffizienz bei einer vermehrten AP-Translation im Seitenvergleich von 5 mm feststellen können und eine traumatische Reruptur in 9 Fällen. Bei unseren 29 Patienten jeweils ein Fall, sodass wir da schon eine gewisse, in Anführungsstrichen, höhere Komplikationsrate jetzt bei diesen Patienten gut gesehen haben. Aber über alles bei den dynamisch genähten vorderen Kreuzbändern bessere klinische Ergebnisse. Was die Reruptur angeht, muss man sagen, haben wir auch 3 Rerupturen auf unsere eigene Flagge oder ich persönlich zu verantworten. Einfach deshalb, weil wir am Anfang zu früh auch den Kontaktsport erlaubt haben. Wir haben es ja vorhin auch schon von den Schliemann gehört. Die Rerupturen treten erst einmal in den ersten 1-2 Jahren erhöht auf. Auch die der Gegenseite, das ist auch in den ganzen Registerdaten ja ein bekanntes Phänomen. Und da waren wir einfach zu optimistisch, weil der Muskelstatus uns insgesamt gut erschien. Und man muss sich vielleicht auch bei den Kontaktsportarten bei dieser Indikation noch einmal Gedanken machen, wählt man dieses Verfahren oder nicht? Oder anders gesagt, man informiert auch den Patienten darüber, dass es vielleicht einmal mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit zu einer Reruptur kommen könnte. Was können wir für Ergebnisse erzielen? Bandqualität. Ich zeige Ihnen mal, wie das so aussieht. Ich zeige Ihnen jetzt natürlich auch kein schlechtes, sondern auch ein besonders gutes Ergebnis. Das ist eine, praktisch muss man fast sagen, eine Restitutio ad integrum. Auch solche Fälle haben wir auch. Man muss sagen, in unseren Analysen zeigt sich tatsächlich eine echte Restitution und die ist möglich, das muss man ganz klar sagen, in ungefähr 18-20% der Fälle. Das ist bemerkenswert und ich denke auch, dass aus diesen Ergebnissen, die wir haben feststellen können, sich auch weitere Schlussfolgerungen ergeben für die biologischen Anstrengungen, die wir in Zukunft unternehmen müssen, um das biologische Verhalten und die Heilung da noch zu optimieren. Da ist noch sicherlich sehr viel Verbesserungsbedarf und auch viele Möglichkeiten, um die bisherigen Ergebnisse noch weiter zu verbessern, weil das Prinzip, das Biomechanische, wirklich ein gutes ist. Wir haben es vorhin schon gehört, biomechanische Grundprinzipien, die vorher bezüglich der Stabilität eben auch durch andere Arbeitsgruppen festgestellt wurden. Also wir gucken uns hier das Kreuzband wirklich dreidimensional an und evaluieren das. Das ist jetzt hier die Viererposition. Schauen noch einmal von unten hier das posterolaterale Bündel auch noch mal richtig kritisch an. Also man sieht hier richtig, wie die Strukturen sich auch so umeinander verbinden, wie es fast bei einem normalen physiologischen vorderen Kreuzband ist. Was konnten wir feststellen für das Bandvolumen? Wir haben gesehen, dass wirklich die Mehrheit, knapp 2/3 aller Patienten, wirklich ein 100%iges Volumen haben. Das haben wir für den
schlechtesten Durchmesser, also nicht für den besten, sondern für den schlechtesten Durchmesser auch als Messlatte definiert, in 75% Volumen hatten wir in ungefähr 27% der Fälle, und wir sehen auch bei einem gewissen Prozentsatz circa, dass das wechselt, das hat auch etwas gewechselt mittlerweile, auch von der OP-Technik, das kann man aber im kleinen Kreis diskutieren, das würde jetzt den Rahmen hier sprengen, dass es durch diesen Faden, durch den Polyethylenfaden bei einer besonderen Konstellation zu einer partiellen Heilung kommen kann, das heißt, dass ein Drittel, 25% des originären Kreuzbandes nicht anheilen können, weil es einen gewissen Scheibenwischereffekt geben kann. Aber Sie sehen selbst bei dieser Situation eine sehr gute Ausrichtung und vor allem richtig originäre Bandstrukturen. Und erfreulicherweise 50% und weniger des Volumens in gerade mal 8% der Fälle. Das Narbengewebe, das war die Evaluierung, wie soll man sagen, so gedacht unsererseits, dass wir uns anschauen, wie viel Bandstruktur kann man differenzieren von nur Narbe, also weil immer wieder die Diskussion kommt, naja, ist denn das vordere Kreuzband nach dieser Naht überhaupt da oder ist das Ganze nur ein völliger Narbenhaufen? Und da kann man tatsächlich sehen, dass das vordere Kreuzband in der Tat heilt. Wir haben dies in gerade 0 bis 2 realisiert, wobei wir das immer in 25% rein qualitativ, das ist nichts Wissenschaftliches, das muss man auch an der Stelle sagen, aber wir haben uns diesbezüglich Gedanken gemacht und uns auch das angeschaut, und vom Volumen her das vordere Kreuzband bezüglich Narbe und Band versucht auseinanderzuhalten, das haben Sie durch die vorherige Evaluierung gesehen, und auch hier sehen wir eigentlich recht ermutigende Ergebnisse. Was können wir sagen? Ich denke, wir können sagen, dass, so wie Herr Schliemann das vorhin auch schon gesagt hat und Herr Mayer genauso, das vordere Kreuzband und die Naht des vorderen Kreuzbandes bei geeigneter Indikation in unseren Händen, in Tübingen, femorale Ruptur, sollte frisch genug sein. Es sollte auch von der Bandqualität her so sein, dass Sie das Kreuzband gut readaptieren und nähen können, dass Sie dann auch eine Aussicht auf Erfolg haben, das muss man ganz klar sagen. Wir haben äquivalente Ergebnisse subjektiv und objektiv feststellen können bezüglich der Indikation, was die sportliche Aktivität oder Kontaktsportart angeht. Ich denke, da brauchen wir noch ein paar Daten mehr, und da werden wir sicherlich auch noch eine interessante Diskussion auch in Zukunft noch führen. Wir haben einige Fußballer und Handballer, die trotzdem sehr erfolgreich auch jetzt nach 2 und 2,5 Jahren unterwegs sind. Allerdings muss man sagen, die Rekrupturen, die wir hatten, das waren alles Kontaktsportler. Heißt jetzt nicht, dass man das gänzlich ausschließen muss, aber man muss einfach das Ganze zumindest kritisch beachten und bei einer seriösen Beratung auch explizit dem Patienten gegenüber erwähnen. Sportwiederaufnahme, dazu gibt es ja viele Tests. Man darf sicherlich nicht den Fehler machen, den Kontaktsport zu früh zu erlauben. Wir gehen wieder dazu zurück, eben auf 9 bis 12 Monate, und entsprechende Funktionsscores auch abzurufen, dass das auch erlaubt werden kann. Und wir sehen tatsächlich auch, dass die Bandheilung wirklich in circa 20% der Fälle eine Restitutio ist. Natürlich mehr oder weniger Narbengewebe ist immer mit dabei, aber ich denke, da haben wir noch einiges für die Zukunft zu tun. Das heißt also, die biologische Antwort im Bereich der Refixationszone, das sind die Dinge, die wir jetzt als nächstes unbedingt in Angriff nehmen müssen, und damit bin ich auch am Ende und bedanke mich sehr für die Aufmerksamkeit. Adelschein, vielen Dank. Als letztes dürfen wir Herrn Professor Egli, den Vater dieser Ligamentstechnik, ankündigen. Er berichtet uns über die Indikation. Wann profitiert der Patient von dieser Technik? Bitte schön. Aha.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich hoffe, meine Stimme hält durch. Und Hermann, das hat nichts mit München und dem Bier hier zu tun. Ich habe einfach eine simple Erkältung. Also es freut mich, dass ihr hier so zahlreich erschienen seid. Wie gesagt, zeige ich immer hier das kleine Pflänzchen, weil das ist der Zustand, wo wir heute stehen. Es ist ganz am Anfang. Wir müssen sehr vorsichtig und seriös diese Angelegenheit betrachten, so wie wir das auch mit dem Meniskus gemacht haben. Ich glaube, es sind hier doch einige Kollegen, Kolleginnen im Saal, die haben es erlebt, als wir die Menisken begonnen haben zu nähen. Wir haben ja diese Menisken eigentlich immer vorher entfernt, mit sehr gutem Resultat, kurzfristig, so wie wir das ja bei der Kreuzbandplastik auch haben. Wir haben dann begonnen, die Menisken zu nähen, und ich habe 1995 mit dem Rolle Jakob unsere Resultate publiziert, die gezeigt haben, dass wenn wir den Meniskus nähen und der heilt, haben wir eigentlich ein praktisch normales Knie und können dadurch die Arthroserate deutlich senken. Heute gibt sich jeder wahnsinnig Mühe, den Meniskus zu erhalten. Das sieht leider beim Kreuzband doch nicht so aus wie beim Meniskus. Wir wollen den kurzfristigen Erfolg. Der Sportler muss möglichst schnell wieder auf dem Platz sein und seine Erfolge feiern. Und was dann 20 Jahre später ist, das kann dann vielleicht ein anderer reparieren oder sich drum kümmern. Mit dem Meniskus ist es in meinen Augen genau ein bisschen dasselbe gewesen. Daher haben wir begonnen, diese Thematik aufzugleisen und eigentlich seriös abzuhandeln. Im Jahr 2009 haben wir die ersten 10 Patienten operiert, haben dann ein Jahr lang gewartet, weil wir ja nicht wussten, was passiert mit diesen Patienten und weil ja die Vorresultate von den alten Fegens-Studien und so weiter auch schlecht waren. Wir haben dann aber bei den ersten 10 gesehen, dass eigentlich da doch Potenzial drin steckt und wir uns wieder vermehrt dieser Idee, dass das eigene Kreuzband doch auch Heilungskapazität hat, widmen sollten. Wir haben dann im 11 weitergefahren, in 2 Zentren, dann 13, ab 13 Multicenter-Studie, und die letzten 2 Jahre dann konnte es eigentlich auch jeder beginnen, der sich seriös damit befasst. Mittlerweile sind es über 7000 und sehr viele davon auch wissenschaftlich gut ausgewertet. Es gibt jetzt bis jetzt 19 peer-reviewte Artikel über dieses Thema. Nun, Timing ist sicherlich eine große Frage. Wir haben begonnen mit 2 Wochen. Wir haben das schon bei den Menisken gesehen. Je schneller wir sie nähen, desto besser sind die Resultate. Übrigens auch wieder ein Thema hier drin, weil mit Ligamiss ist man gezwungen, schnell zu operieren. Wenn man schnell operiert, sieht man sehr viele Meniskusrisse, die man nähen kann. Und eine sehr schöne Erfahrung bei uns, die heilen praktisch alle, wenn man sie so schnell operiert. Nun, was wir da sehen, diese Heilungsphasen des Kreuzbandes, dass irgendwo dann später eine Retraktion des Bandes passiert und eine Synovialisation, also eine Situation, wo wir natürlich nicht mehr gute Bedingungen haben, um das Band zu nähen. Und das passiert irgendeinmal in diesem Zeitraum. Wir haben im Moment 3 Wochen definiert, aber das ist nicht fix. Was wir zum Beispiel sehen ist, dass je jünger die Patienten sind und je mehr Heilungspotenzial sie auch haben, dass diese Aktionen sehr viel schneller passieren, als man sieht. Sehr oft bei ganz jungen 17-, 18-jährigen Patienten, nach 2,5 Wochen ist das Band schon komplett vernarbt, zurückgezogen und retrahiert. Und je älter sie sind, desto mehr Zeit hat man ein bisschen, weil das Potenzial offenbar der Heilung auch nicht mehr so groß ist. Wir haben dann die ersten 278 Patienten publiziert. Wir haben das schon ein paar Mal jetzt gehört. Wir landen alle ein bisschen in den gleichen Resultaten, 2 mm Seitendifferenz. Tegner kommen wir wieder auf ein sehr hohes Niveau. Wir haben eine hohe Patientenzufriedenheit, weil bei uns in der Schweiz ist das mittlerweile, es hat sehr viele Patienten, die wollen das zuerst versuchen. Wir klären ganz gut auf über die Möglichkeit, dass das
Band halt nicht heilen kann, eventuell auch wieder sekundär reißt. Aber dann haben wir immer noch sämtliche Optionen einer Bandplastik. Unsere Revisionsrate ist momentan bei 7%. Ich muss aber auch dazu sagen, wir haben sehr gute Patienten, Januar, Februar, März, das ist bei uns der Peak, Entschuldigung, wo all diese Skifahrer kommen. Und die Skifahrer, die haben weniger Energie, wenn das Kreuzband reißt, ganz anders als beim Fußballspieler. Sehr hohe Energie, mittleres Drittel gerissen, Kreuzband explodiert. Skifahrer sehr oft einfach oben abgerissen, Synovialschlauch intakt. Daher denke ich, haben wir gute Voraussetzungen zur Naht. Wir haben dann begonnen, diese Kreuzbandrisse zu klassifizieren, nach Lokalisation, wie viele Bündel wir identifizieren können und wie lang das synoviale Blatt ist. Erstaunlich war, dass wir dann trotzdem gesehen haben, etwa 73% waren proximal abgerissen und circa auch 70% ein Bündel oder zwei Bündel, also gut zum Nähen, einfach zum Nähen. Und das synoviale Blatt war auch in über 70%, mehr als 50% intakt. Also ich denke, aus dem Bauch hinaus denke ich, dass das wahrscheinlich gute Patienten sind, die eine biologische Kapazität haben, um zu nähen. Bei unseren ersten 500 konnten wir jedoch noch keine signifikante Korrelation zu diesen Parametern zeigen. Wahrscheinlich auch, weil die Zahlen der Rerupturen im Moment noch zu klein sind, für das es da statistische Signifikanzen gibt. Der Dr. Händle hat dann probiert zu identifizieren, was sind Risikofaktoren, wo eben die Naht nicht gut funktioniert. Alter ist signifikanter Risikofaktor, kennen wir aber auch von der normalen Kreuzbandplastik. Wir wissen zum Beispiel, hochaktive Sportler zwischen 15 und 20 in der Literatur Revisionsraten bis 30%. Das muss man einfach wissen, das muss man denen auch sagen. Geschlecht nicht signifikant. BMI nicht signifikant, Rauchen nicht signifikant, Tegener signifikant, also je höher der Tegener, desto höher das Rerupturrisiko, ist ja auch logisch. Postoperative AP-Translation signifikant, Lokalisation, synoviales Sheet und Intervall bis zur Operation bis jetzt nicht signifikant. Das heißt also, diese drei Faktoren, die müssen wir im Auge behalten. Wir haben dann Threshold Analysis gemacht und haben gesehen, dass im Alter so der Cut-off-Wert, wo das signifikant umkippt, bei 24 Jahren liegt. Wenn bei den Patienten über 24 Jahren, wir haben von denen 281 operiert, haben wir eine Revisionsrate von 2,1%, also sehr tief. Da ist es eine sehr gute Option, wenn sie so ein bisschen über die wilden Jahre raus sind. Dann AP-Translation über 2 mm ist eine Threshold und Tegner-Score über 5. Also heißt jetzt zum Beispiel ganz klar gesagt, wenn wir Patienten haben über 24 und mit einem Score unter 5, dann haben wir eine sehr gute und sehr sichere und sehr wenig invasive Methode. Katrin Bieri hat dann eine interessante Analyse gemacht mit der SUVA, das ist die große Schweizer Unfallversicherung, wo praktisch 80-90% der Verunfallten drüber läuft. Und zwar hat sie verglichen in der Datenbank der SUVA Kreuzbandnähte mit Kreuzbandersatz. Und was sie gefunden haben, Kreuzbandnähte gehen schneller arbeiten. Es war kein Unterschied bei den Kosten, Revisionsraten und Resultaten in der Datenbank der SUVA. Aber interessant ist, bei der Kreuzbandnaht haben wir etwa 40% Meniskusnähte gleichzeitig und bei den Kreuzbandplastik über 30% Meniskusresektionen, weil Kreuzbandplastiken sind tendenziell ein bisschen später und offenbar kommt es in diesem Intervall zu Schädigungen der Menisken, sodass die häufiger dann entfernt werden. Und das ist ja meine Hoffnung auch, schlussendlich mache ich ja das alles wegen dem, ist vielleicht auch ein Grund, dass wir weniger Arthrosen dann in der Zukunft haben. Nun, unsere Strategie heute,
Wir nähen natürlich so schnell wie möglich, probieren die Patienten sehr schnell einzubestellen und die Diagnose zu machen. Wir klären aber ganz sorgfältig auf über die Methode, über die Risikofaktoren und so weiter. Es ist immer mühsam für alle Beteiligten, wenn man noch einmal operieren muss, wobei es ist eine Kreuzbandnaht, wir haben kein Band und so weiter entnommen, wir haben noch immer alle Möglichkeiten. Und was wir auch schon heute gehört haben, definitive Entscheidung ist während der Operation, daher hoffe ich, unsere Revisionsraten gehen noch runter, weil am Anfang haben wir jeden genäht, auch wenn es eigentlich fast nicht nähbar war. Heute entscheiden wir in der OP, hat es genügend Kollagen, ist das synoviale Blatt intakt, genügend intakt, sodass wir eine richtig schöne Adaptation machen können. So, was wir bis jetzt wissen in dieser ganzen Angelegenheit ist, das Kreuzband hat Heilungskapazität. Wir befinden uns aber ganz am Anfang und wissen noch nicht ganz genau, wie wir das optimal ausnutzen können. Diese Methode, die wir im Moment brauchen, ist mild invasiv, aber sie muss noch weniger invasiv werden. Die Schraube ist zu groß und die gesamte Chirurgie ist noch für mich zu viel Chirurgie. Also wir müssen da noch technische Fortschritte erzielen. Es ist aber eigentlich verglichen, wenn wir konservativ behandeln, setzen wir natürlich die Möglichkeit, dass der Patient sein eigenes Kreuzband erhalten kann, auf ein ganz anderes Niveau. Wenn wir operieren müssen, revidieren müssen, kann man es immer einseitig machen und man hat sämtliche Sehnen und sämtliche Techniken zur Auswahl. Im Moment sind wir über 90% Erfolgschance und das ist doch für ein Verfahren, was in den Kinderschuhen steckt, nicht so ganz schlecht. Immerhin vergleichen wir uns in den prospektiv randomisierten Studien mit Techniken, die mittlerweile 50-jährig alt sind, wo man ganz ein anderes Know-how darüber hat. Patientenzufriedenheit ist sehr hoch, weil die meisten, die ich sehe, die kommen zu mir, weil sie das wollen. Und wenn der Patient natürlich irgendetwas im Kopf hat und mithilft, dann ist er am Schluss auch zufrieden. Für mich ist das ganz ein wichtiges Thema. Wenn wir schnell operieren und schnell nähen, können wir möglichst viele Menisken auch erhalten. Und das ist etwas, was Sie schon angedeutet haben. Es ist einfach auch ein bisschen ein Trend. Patienten wollen heute, wenn es möglich ist, den Meniskus, das Kreuzband und so weiter, das eigene Kreuzband erhalten. Das wurde auch schon angetönt. Wir wollen nicht mehr operieren. Konservativ für mich heißt konservativ, nach wie vor. Wenn wir aber operieren, haben wir jetzt eine neue Möglichkeit bei geeigneten Patienten, bei geeigneter Dislokalisation, dass wir das Band auch nähen können und wir werden da sicherlich auch in der nächsten Zeit Fortschritte erzielen. Ist einfach eine andere zusätzliche Möglichkeit des Kreuzbandchirurgen. Ich bin überzeugt, dass nach den letzten 10 Jahren, wo wir ein bisschen rumdiskutiert haben über Kreuzbandersatz, Fixation und so weiter und eigentlich unsere Resultate nicht wesentlich geändert haben, ist das für mich eigentlich der nächste logische und innovative Schritt, dass wir uns jetzt verbessern und überlegen, wie kann man eigentlich das eigene Kreuzband erhalten. Aber bitte schön, wir sind immer noch hier. Also nicht irgendwie jetzt da sofort beginnen mit der großen Kelle und jeder wird da operiert mit dieser Methode. Sehr vorsichtig, sehr zurückhaltend. Ich habe zum Beispiel von Anfang an es vermieden, den Spitzensportler mit dem zu operieren. Weil, wissen Sie, wenn eine neue Methode nicht funktioniert oder das Resultat nicht optimal ist, das wird ganz anders bewertet als mit einem Verfahren, was wir seit 50 Jahren anwenden. Daher bin ich da eigentlich noch immer sehr, nach wie vor immer sehr zurückhaltend, obwohl ich bis jetzt etwa 700 Fälle so gemacht habe und mittlerweile so viele Patienten sehe, dass ich sagen muss, irgendetwas mache ich wahrscheinlich schon richtig, weil sonst hätte ich schon längstens aufhören müssen in der Schweiz, weil die Schweiz ist zu klein,
um ein Verfahren anzuwenden, was nicht funktioniert, würde sich relativ schnell rumsprechen. Aber ich sehe halt sehr viele Patienten, die haben einen Bruder oder eine Schwester oder irgendetwas, der hat das Verfahren schon und sie sind äußerst zufrieden. Und daher bekomme ich eigentlich so viele Patienten. Besten Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, Stefan, vielen Dank. Entschuldigung, ich glaube, ich darf dann gleich weitergeben an Wolf Petersen und die Referenten bitten, vorzugehen, damit Wolf Petersen die Diskussion führt. Ja, das würde ich auch vorschlagen. Auch meinen Dank erstmal an alle Referenten, dass auch alle wirklich so in der Zeit geblieben sind. Das ermöglicht uns jetzt noch eine Diskussion zu führen. Das ist ja meist der interessanteste Teil. Gibt es Fragen aus dem Auditorium? Ja, da ist schon die erste Wortmeldung, bitte. Wann ist der ideale Zeitpunkt? Also wir haben eine Umgangsdruckschnur, würden Sie die Schraube entfernen, Kanal auffüllen, dann das Revisionskreuz dann meistens bleibt von dem Bohrkanal bleibt natürlich nur bei 15 Millimeter. Also. Wenn man eine Reduktur hat, also so, ich sage es jetzt einfach, wie ich es mache, das macht wahrscheinlich jeder ein bisschen anders, ich revidiere sofort, ich fülle den Kanal nicht auf. Man hat vom Ende des Kanals bis zur Gelenkslinie immer noch einen Zentimeter Bone Stock, also man kann da eigentlich den letzten Zentimeter so orientieren, wie man es haben will. Und wie wir ja heute wissen, genügt 5 mm zur Einheilung des Bandes, also was unten dran sich dann abspielt, ist ja eigentlich relativ wurscht. Also ich muss den Kanal nicht auffüllen und mache es sofort. Ich nehme aber BTB, um quasi den Kanal unten wieder aufzufüllen. Ganz kurz, die Frage am besten ins Mikrofon bitte, wegen der Aufzeichnung. Die Schraube schrauben Sie ja dann nicht bis Gelenk nach hin, sondern der Knochenblock wird in dem Teil, wo früher die Ligamentschraube war, fixiert. Weitere Fragen? Ja, bitte. Frage an den Stefan Egli, weil der das am längsten schon macht. Das Implantat hat ja eine gewisse Größe, ich glaube 10 mal 30 mm. Gibt es da allein von der Körpergröße des Patienten irgendwelche Limits, wo man sagt, irgendwo da ist der Tibiakopf so klein, da bringe ich das Implantat gar nicht hinter? Das Implantat ist zu groß, da sind wir uns einig. Und wir sind immer am Betteln bei den Ingenieuren, dass sie uns das kleiner machen. Aber offenbar ist das gar nicht so schwierig, obwohl diese Region in der Schweiz sehr viel Erfahrung hat mit kleinen Implantaten, da kommen sämtliche Uhren her. Aber sie haben, gut, man hört jetzt, es soll 8 mm groß werden, aber auch das. Im Prinzip, wir haben Kinder mit dem versorgt. Das dürfen wir zwar nicht sagen, weil es eigentlich Off-Label-Use ist. Die Größe, die sieht immer groß auf dem Bild, aber weil man es halt so prominent sieht, das Metall. Sonst bohren wir ja auch eigentlich in dieser Größenordnung. Man sieht einfach den Kanal sonst nicht so prominent. Also ich habe bis jetzt keine Schwierigkeiten bekommen, dass das Implantat, ist das das Neue? Ah ja, schön. zu groß gewesen wäre im Vergleich zur Anatomie. Aber vielleicht hast du da. Stefan, darf ich auch eine Frage stellen? Entfernst du das Transplantat routinemäßig oder nicht? Nein. Also ich lasse es eigentlich wie bei der Osteosynthese. Da sagen wir ja auch nicht routinemäßig, muss die Platte raus. Ich lasse es drin, wenn die Patienten sagen, mich stört oder ich bin zu jung, ich möchte das Implantat rausnehmen, dann mache ich es raus. Im Moment bei meinen Kontrollen habe ich ca. 50% der Implantate wieder rausgenommen. Wenn ich es rausnehme, schraube ich es nur raus, lokale Anästhesie rausschrauben, Haut zunähen, das füllt sich von alleine wieder auf in den nächsten ein, zwei Jahren. Ich hätte auch eine Frage an Sie, Herr Egli. Bei der Darstellung der Risikofaktoren für ein Versagen, da war dabei, dass der Faktor Zeit, das Zeitintervall, keinen Einfluss hatte, dass hätte man vielleicht anders erwartet. Wie bewerten Sie das mit Ihrer Erfahrung? Ja, ich denke auch, dass das schwierig zu beurteilen ist. Wobei,
Oder im Moment sind wir natürlich so, bis 3 Wochen probieren wir es zu flicken. Das heißt, diese Risikoanalyse, die analysiert, ob wir in der ersten, zweiten oder dritten Woche operiert haben. Wenn wir das beweisen möchten, müssten wir jetzt beginnen, die Kreuzbänder nach 6 Wochen oder nach 9 Wochen zu nähen. Dann wäre es wahrscheinlich signifikant. Aber ich glaube, das muss ich gar nicht machen, das sehe ich ja. Ich muss nicht immer alles beweisen im Leben. Ja, von mir vielleicht eine Frage an alle Referenten. Als Risikofaktor, den Slope des Tibiakorpus, davon haben wir jetzt noch nichts gehört. Das ist ja im Moment so in der Revisionschirurgie doch ein Thema. Hat da jemand eine Beobachtung schon zu gemacht? Gibt es da Hinweise? Wir sind jetzt gerade mit dabei beschäftigt. Also wir haben jetzt gerade die Tage darüber gesprochen. Was wir jetzt machen wollen, ist eine 3D-Rekonstruktion der Tibia-Köpfe aufgrund unserer MR-Kontrollen, die wir auch regelhaft gemacht haben. Aber diese offene Frage beschäftigt uns auch. Also ich hoffe, dass wir dazu bald etwas beitragen können. Aber es ist ein ganz wesentlicher Punkt. Vielleicht noch von meiner Seite bezüglich der Frage der Größe. Jetzt, Stefan, du korrigierst mich, wenn ich da jetzt von deinen Erfahrungen abweiche. Also wir haben die Erfahrung gemacht, dass 1,70 überhaupt kein Problem ist, um das Implantat mit einem guten Sicherheitsabstand hineinzukriegen, also Sicherheitsabstand von guten, circa 2 Zentimetern, also sind sie im absolut grünen Bereich sehr entspannt. Zierliche Damen, Körpergröße ab 1,65, dann wird es ein bisschen schwierig. Aber so wie ich das persönlich handhabe, wir lassen einfach das Implantat etwas überstehen. Und überstehen heißt so, dass man manchmal ein bisschen erschrickt, 4-5 mm oder sogar 6 mm, überhaupt kein Problem. Die Patienten haben erstaunlich wenig Beschwerden, das muss man wirklich sagen. Also implantatassoziierte Beschwerden, selbst bei Überstand, fast nicht. Und jetzt noch etwas von uns, Sie haben es auch an unseren Ergebnissen gesehen. Ich favorisiere, weil es noch ein junges Verfahren ist, deshalb die Implantatentfernung, dass selbst wenn irgendwann mal, sagen wir, in 5 oder in 10 Jahren eine Sekundärinsuffizienz sich einstellen kann, das ist ja möglich, dass dann im Rahmen der Metallentfernung und der Auffüllung ein, ich sage jetzt mal, nahezu jungfräuliches Knie ist. Sie haben ganz einfache Revisionsbedingungen, als wären keine. Also wir haben da einen Fall bei uns so gehabt, wo wir die Metallentfernung hatten, haben das mit Allograft aufgefüllt. Das war ein Handballer, wieder nach einer Zeit im Zweikampf direkt sich das Kreuzband gerissen. Wir haben einen primären VKB-Ersatz gemacht, als wäre nichts gewesen. Wir haben nichts gesehen, das war überhaupt gar kein Problem. Und noch eine Sache von meiner Seite, was die mögliche, ich sage jetzt mal, biologische Insuffizienz vielleicht in 10 Jahren angehen kann. Wenn man jetzt sagt, das ist doch schlecht, mach doch das nicht weiter, da sage ich, denkt an die Endoprothetik. Je biologischer und je weniger man am Anfang Chirurgie und Ersatz dem Knie zumutet, umso besser ist es. 10 Jahre verliert man nicht, ganz im Gegenteil, man gewinnt dann 10 Jahre. Also wir machen die Schraube auch sehr häufig rausfüllen mit Allograft auf. Wir haben auch sehr kleine Frauen versorgt. Ich glaube, die Schwestern, die ersten Tänzerinnen, die wir versorgt haben, aus dem Bayerischen Staatsballett, die sitzen hier. Man kommt dann schon sehr weit raus. Aber im Großen und Ganzen, gerade bei so Tänzerinnen, bei Balletttänzerinnen, die müssen überstrecken können. Die brauchen ganz dringend ihre Hamstrings und aus dem Streckapparat darf man ihnen auch nichts nehmen. Das heißt, das ist die einzige Gruppe von Hochleistungssportlern, die wir damit versorgen. Und das sind kleine, zarte Frauen. Wir machen es eigentlich grundsätzlich raus und fahren damit auch gut. Das andere ist der Slope, was Wolf Petersen gerade anspricht. Natürlich hat der Slope bei jeder Art der vorderen Kreuzbandrekonstruktion eine hohe Relevanz. Ich glaube, bei der Art dieser Verletzung nicht so sehr, weil wir haben natürlich bei der Auswahl dieser Patienten schon eine gewisse Selektionsbias. Das sind nicht die ganz schwer Verletzten, bei denen die Kapsel hinten auch noch ganz kaputt ist. Aber es hat bei jeder Art der vorderen Kreuzbandrekonstruktion eine Relevanz, wie hoch der Slope ist. Ich würde sagen, eine letzte Frage noch. Dann, Artisch, ich hatte eine Frage. Du hast erzählt, du hast deine OP-Technik ein bisschen verändert, weil du gesehen hast, der Faden macht da irgendwie was und das Volumen ist nicht gut. Was hast du gemacht?
Also wir haben am Anfang, oder sagen wir mal so, am Anfang waren wir ja froh, wenn man an dem vorderen Kreuzband vorbeikam, um den tibialen Draht zu setzen. Und da haben wir am Anfang noch ein bisschen mehr drauf geachtet, eher diesen lateral zu positionieren, dass der Faden relativ, ich sage jetzt mal, notchnah rauskommt. Mittlerweile versuchen wir den Draht wirklich möglichst zentral zu platzieren. Und dadurch ist es so, dass wenn das die Notchwange ist und dass der potenzielle Fadenverlauf, ich sage jetzt mal, je schräger der kommt, umso weniger kann der dann hier zu einem Scheibenwischer-Effekt führen. Das ist tatsächlich möglicherweise eine Verbesserungsoption. Ob das tatsächlich so relevant ist, das müssen wir selber nochmal auch prüfen, indem wir die Drahtpositionierung nochmal anhand der MRTs prüfen. Das ist etwas, was wir auch noch machen möchten, aber das wird sich zeigen. Aber es ist nicht so relevant. Also man muss sagen, das betrifft ca. 30% der Patienten. Ja, die Zeit ist um. Ich möchte dann vielleicht ganz kurz abschließend sagen, oder ich glaube, man kann feststellen, dass es sich da bei diesem Verfahren um wirklich ein vielversprechendes Verfahren handelt. Ich kann trotzdem sagen, ich glaube, vorsichtig einsetzen, das kann vielleicht die Message sein. Und denken Sie vielleicht dran, am gefährlichsten ist der Chirurg, wenn er gerade frisch von einem Kongress nach Hause kommt. Und dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Nachmittag.